Musik muss sein, feiern muss sein, denn das Heilpädagogische Zentrum, das HPZ in Pskow in Russland, wird 20. Seine Gründung geht nicht nur, aber auch auf Menschen aus der evangelischen Kirche im Rheinland zurück. Trägerin des HPZ ist bis heute die evangelische Kirchengemeinde Wassenberg. Das Heilpädagogische Zentrum in Pskow war ja die erste Einrichtung dieser Art, die sich um schwerst mehrfachbehinderte Kinder gekümmert hat. Und hier ist eigentlich der Ausgangspunkt einer Neuorientierung der Heilpädagogik und Sonderpädagogik in Russland. Heute aber stehen nicht die Pädagogik, nicht das Lernen auf dem Programm, sondern das Feiern. Ausgehend vom Versöhnungsgedanken deutlich zu machen, wenn Menschen zusammenarbeiten aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen, die auch so eine schwierige Geschichte hinter sich gebracht haben, die können was Neues aufbauen, die können was Neues entwickeln und denen gelingt es insbesondere den Schwächsten in der Gesellschaft eine Zukunftsperspektive zu verschaffen. Katja und Lydia Fjodorova waren vor 20 Jahren im HPZ als Erste mit dabei. Katja war damals 10 und Schülerin. Ihre Mutter Lydia ist bis heute Buchhalterin des HPZ. Es hat wie in einem Märchen angefangen. Also wir wussten nicht, was daraus wird. Wir hatten keine Vorstellung. In Pskow und in Russland gab es damals nicht. Das ist Glück für uns, für die Eltern. Diese Schule, das Zentrum, hat uns Hoffnung vor allem gegeben. Es ist nicht beim HPZ geblieben. Mittlerweile gibt es in der Stadt Pskow ein einzigartiges System der Förderung von Menschen mit Behinderung, von der Frühförderung über die Schule, über die Werkstatt bis hin zu Wohnprojekten. Noch ein Jubiläum. Seit 10 Jahren haben Waisen und Sozialwaisen in Pskow ein sogenanntes Dach der Geborgenheit. Wesentliche Förderung kommt von evangelischen Christinnen und Christen in Wuppertal. Weil der Mensch im Leben eine Aufgabe braucht, gibt es für die Erwachsenen eine Werkstatt, darunter eine Näherei und eine Schreinerei. Wir haben heute den Grundstein für einen Anbau gelegt. Das Heilpädagogische Zentrum wird erweitert, weil es auch eine große Warteliste gibt. Und darüber hinaus wird in dem Anbau auch ein Kindergarten entstehen.